Ja, herzlich willkommen zum Live-Work-In bei Schuhsportwelten. Heute mal wieder mit Detlef und mir. Ja, wie ihr seht, geht es heute um die Tischtennisplatte. Wir haben uns die mal ausgesucht, weil man die ja eigentlich ja, recht oft auch irgendwie im Park oder auf Spielplätzen findet und darauf eben Zugriff hat und wollen euch mal zeigen, was man damit machen kann, außer ganz normal Tischtennis zu spielen. Genau, richtig. Auch ein Hallo von mir. Tischtennisplatten. Leonie sagte es, überall zu finden, hoher Grad an koordinativem Verhalten, ne? Auge-Hand-Koordination, Ausdauer, ne? Also Teamplay, also im Teamspiel möglich, ne? Rundlauf. Wir beide heute nicht, nur zu zweit. Das wird schwierig. Wird schwierig, ne? Bevor wir loslegen, wollen wir uns nochmal desinfizieren, weil wir nachher auch ein paar Spiele miteinander machen und gegeneinander. So, einmal hier die kleinen Bälle. So. So. Hände. Jo. Und nochmal einen etwas größeren Ball, der hier zum Einsatz kommt. Zum Ende. So, gut. Okay. Ja, bevor wir anfangen, richtig an die Platte zu gehen, machen wir uns erstmal auch ein bisschen warm. Und das machen wir erstmal, indem wir ganz einfach den Ball so ein bisschen hochhalten. Mal ein bisschen flacher, mal ein bisschen höher, so wie Detlef das schon macht. Jawohl. Wir lassen den Schläger mal in unserer guten Hand und jetzt gehen wir von der Vor- auf die Rückhand. Immer im direkten Wechsel. Okay, die Vorhand spielen wir hoch, die Rückhand, niedrig, wollte ich sagen. So, komm nochmal. So, okay. Vorhand hoch, niedrig. Hoch, niedrig. Okay. Oh. Wir wechseln die Hand. Also erst ganz normal mit der linken Hand. Sag mal, guck mal zu mir näher. War das schon ein bisschen schwieriger? Definitiv. Mal einen hohen einstreuen. Muss man ein bisschen mehr mit den Beinen arbeiten, definitiv, weil der Ball nicht immer dahin springt, wo man das gerne hätte. Auch da können wir das mal ausprobieren, dass wir die Seiten wechseln, immer abwechselnd mit Vorhand und Rückhand. Oh, richtig. Oh. Vorsichtig, ja. Tischtennis soll ja einer der schnellsten Ballsportarten sein. Ich habe es mal gelesen, wie 170 km/h bei den Profis, ja. Wenn er über die Platte geht. Das werden wir heute mit Sicherheit nicht erreichen. Das wird bei uns zum Glück auch nicht gemessen. Weit von entfernt. Danke. Ja. Zack. Ja, Vorhand. Zack. Hand wechseln. Nicht noch über die Kabel. Leonie sagte gerade, heute müssen wir mehr mit den Beinen arbeiten. Also das heißt hier auch wirklich versuchen, immer auf dem Vorfuß zu stehen, immer vielleicht auch in Schrittauslage, nicht mit durchgedrückten Beinen. Sollte man im Sport ja sowieso nicht machen, damit man beweglich ist, schnell reagieren kann. Wenn man das steigern möchte, kann man ja sagen, okay, jetzt hier mit der rechten Hand die Vorseite, Vorhand, Rückhand. Zack. Ich
Wenn das zu schwierig ist, dann kann man auch immer sagen, okay, einmal aufkommen lassen, Rückhand, aufkommen lassen, Vorhand. Das geht natürlich auch. So. Okay, wollen wir noch einmal die Drehung ruhig machen? Können wir versuchen. Wir haben es ein paar Mal versucht. Wir müssen aufpassen, wenn nicht die Platte umrennen. Also, wenn man hochspielt, Drehung und den Ball wieder. So. Auch das ist natürlich möglich, dass er erst einmal wieder aufkommt. Ne? Also, ruhig mal hochspielen, einmal aufkommen lassen und dann geht's weiter. Ich hoffe, dass wir noch im Bild sind. Gut, jetzt sind wir hier auch noch in der Halle. Da sind natürlich eigentlich, was so Luft angeht, sehr gute Bedingungen. Draußen auf einer Platte, im Park, auf dem Spielplatz, da ist natürlich halt mal ein bisschen windiger. Das ist mit so einem kleinen Zerlötball natürlich auch einiges schwieriger. Gut, letztes Warm-up, ja, glaube ich, hier auf der Platte. Gehen wir schon mal an die Platte. Genau. Und versuchen ein bisschen auf der Platte zu prellen. Man kann auch hier versuchen, also nicht wegspringen, aber Vor- und Rückhand zu machen. Also ich glaube, so wie ich ihn jetzt anfasse, wird ihn kein vernünftiger Tischtennisspieler anfassen, nur um die Vor- und Rückhand zu kriegen. Ich wechsle mal die Seite, mal gucken, ob das mit der linken Hand genauso gut geht. Wenn man erstmal einmal den Rhythmus hat, dann geht's. Ne? Ja. Aber ja, ich glaube, das reicht fürs Warm-up. Jawohl, danke. Dann gehen wir jetzt ins Spiel miteinander. Dafür brauchen wir nur noch einen Ball. Einen Ball, ja, aber ich halte den vor fest, falls wir. Genau. Ja, dein. Sehen wir vielleicht besser, genau. Den organischen. Ja, wir fangen erstmal ganz normal an, ein bisschen miteinander zu spielen, genau, ohne zählen. Auch hier seht ihr im Grunde, je nachdem, wo er hinkommt auf der Platte, spielt man mit einer Vorhand, Rückhand. Da gibt es natürlich wahnsinnig viele Techniken, schon allein beim Aufschlag, mit Anschneiden, rechts, links drehen, wie auch immer. Ich glaube auch, die Schläge haben ganz unterschiedliche Belege, aber das ist hier ganz einfach. Ich sag mal, das ist wahrscheinlich eher Ping-Pong anstatt Tischtennis, ne? Aber miteinander, es macht Spaß und genau. Wenn man sich ein bisschen eingegroovt hat, dann kann natürlich auch so ein bisschen mehr Dynamik reinkommen. Ihr habt gesehen, einmal ein kurzer Ausfallschritt war schon da, ich stehe hier auch immer in der Schrittstellung. Hoppa. Ja, ihr habt den einfach mal angenommen. Oh, den habe ich nicht getroffen. Ich glaube, bei so einem Netzroller würde man sich entschuldigen, ne? Sagt man, glaube ich. Ja, Wiederholung machen. Wiederholung, wieder. Hatten wir jetzt beide schon ein paar unabsichtlich. Oh. Ich glaube, wenn man sich eingegroovt hat und man will ein bisschen spielen, dann versucht man natürlich auch, dann den Gegner ein bisschen zu lesen. Ob er eine gute Rückhand hat oder eine schlechte Rückhand, was er lieber macht, ob er die Rückhand umläuft oder so, ne? Dass man, oh, hoppala.
dass man da vielleicht mal ein paar Punkte macht. Ihr seht, wir sind ja im Grunde auch beides keine Tischtennisspieler, aber so mit ein bisschen Miteinander und Elan ist das, oh hoppla. Kriegt man ein ganz gutes Spiel hin. So, miteinander das ist auch, auf jeden Fall. Genau, ne, das, ein bisschen Spaß macht. Genau. Okay, ich würde sagen, wir können schon mal eine Stufe schwieriger machen, ja, indem wir das, was wir eben gemacht haben, dass wir den Schläger immer rübergeben in die andere Hand, das machen wir jetzt auch während des Spiels. Okay. Gucken wir mal, wie das klappt. Also ich spiele den ersten mit rechts, den zweiten mit links, das war schon mal nichts. Oh, das habe ich nicht mal gewechselt. Ich habe mich so gefreut, dass er noch drauf war. So. Du wolltest dich schmettern, ne? Ja, war klar. Den Punkt schon gesehen. Ui. Ui. Oh. Entschuldigung, glaube da. Wow. Ja, das ist koordinativ noch ein bisschen anspruchsvoller, definitiv, wenn man den Schläger rübergibt, aber es macht auch Spaß. Macht auch Spaß, klar. Ein Spiel kommt trotzdem zustande und man trainiert mal ein bisschen seine schlechtere Hand, also bei uns die linke. Naja, hier muss man wirklich, oh, hoppala, antizipieren, wo könnte der Ball hingehen. Der Schläger muss dahin geführt werden, wo der Ball auch seine Flugbahn hat. Also Auge-Hand-Koordination. Oh. Reaktionsvermögen. Oh, jetzt hab ich habe mich gewechselt. Oh. Ich gucke mal, ich lasse den mal in der rechten Hand. Drehe mich einmal, wenn ich geschlagen habe, zu wissen, versuche ich das. Versuche ich das auch mal. Ja. Jawohl. Oh, da muss man sich, da muss man sich schnell wieder orientieren. Ja. Mal rechts, mal links rumdrehen. Das macht Sinn, wenn man sich mal gleich rumdreht. Dann wird es schwer. Jawohl. Oh. 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 Oh, haben wir einen Lauf gehabt. Das war sehr gut. Cool. Also auch da wird. Habt Spaß. Meinst du, es ist machbar, mit zwei Bällen zu spielen? Aber dann ohne Drehungen. Ja, ja, definitiv. Wir versuchen es einfach können mal. Wir versuchen. Das haben wir jetzt nicht abgesprochen. Aber. Okay, ich will gucken mal. Wir lassen es in einer guten Hand. Und. Gut, dass das jetzt zwei Farben sind. Ja. Oh. Das hilft tatsächlich. Oh nee. Oh. Und einer ist weg. Oh nee, Knorrig. So, warte. Und. Wieso mache ich die Fehler hier? Ah, super. Das macht aber auch. Okay. Ja, schön. Macht aber auch Spaß. Und. Alter. Ja, je schärfer man spielt, ja, desto schneller kommen die Bälle natürlich auch genau wieder. Ah. Also einen machen wir noch. Jawohl, sauber, prima.
Ja, wenn man das irgendwie im Park spielt oder so und vielleicht auch keine Tischtennisschläger hat, dann kann man das ja auch irgendwie mit einem Tennisball machen oder man nimmt ein Buch und schlägt damit. Ja, Frühstücksball, also, Ballatschen, wie auch immer. Ja, ne? Also, genau. Also man sieht es ja auch gerade, wenn Kinder Rundlauf machen, ne? Mit der flachen Hand wird gespielt, ja. Und dann irgendwann der Ausscheibe, Schläger wird weitergegeben. Ne? So, jetzt wollen wir nochmal das Spielfeld ein bisschen verkleinern. Ne? Spielen jetzt diagonal, also bei mir zählt nur diese Hälfte der Platte, genau. Und bei Detlef die andere. Genau, wollen wir mal gucken. Hoppala, gut. Ah, Detlef spielt schon schärfer. Nein. Ja, da hingespielt. Oh, verkehrtes Pferd. Pferd. Ah, aber da war schon. Sind wir langsam ein bisschen drin, glaube ich. Ja, wir wechseln mal die Seiten. Mhm. Andere Diagonale. Oh, sehe ich. Stimmt, ich darf nicht rüber. Ah. Meine. Entschuldigung. Oh. Schon irgendwie so fast wie so ein bisschen Wettkampfmodus hier. Also, das ist ja, sollte schon miteinander sein, aber. Ja, wenn es dann gut klappt, dann kann man auch mal den anderen ein bisschen fordern. Genau. Da wir beide. Aus dem Wettkampfsport kommen, da ist es relativ schnell, dass man sagt, oh, hier kommt jetzt langweilig um Punkte oder wie auch immer. Ne? Da ist dann. Da war schon aus von mir. Oh. Entschuldigung. Letztendlich freut man sich über den Punkt. Ne? Einen machen wir noch, ja, okay. Bevor wir das nächste Spiel zeigen. Na gut, seid ihr gegönnt. Jawohl. Okay, für das nächste Spiel haben wir uns hier so ein paar Becher bereitgestellt. Und zwar wollen wir jetzt mit und ohne Schläger mal ein bisschen Zielwerfen machen auf der Platte. Auch dafür kann man die Tischtennisplatte super nutzen. Also hier bieten sich ja solche Plastikbecher an, ne? So. So, stell die mal so irgendwie so. Zusammen. Eine kleine. Wir bleiben beim Tischtennisball. Raute. So. Den Schläger können wir erstmal kurz zur Seite legen, den nehmen wir gleich noch dazu. Zum Eingewöhnen. Haben wir, ja, einen Ball habe ich auch. Ist egal mit welchem, ne? Das ja. Kann auch. Also. Direktes Werfen haben wir gesagt. Ne? Genau, wir fangen erstmal an, dass wir versuchen direkt, also ich in Detlefs Becher zu werfen. Ziel ist es im Grunde, die ganzen Becher abzuräumen. So, mal gucken wir mal. Also wir versuchen das jetzt hier direkt zu werfen. Ah. Könnte man natürlich auch mit Aufsetzer machen. Knapp. Aber da braucht man wirklich so zum Beispiel. Oh. Ja, dieses Spiel, das ist bei Mannschaftssportarten auch gerne mal, oder auch Studenten gern gesehen. Oh, das so. Treffer. Treffer einmal ist weg. Genau, du. Auch das kann man mit mehreren spielen, dass man sich beim Werfen abwechselt, dass man da Teams bildet. Ah.
Also nochmal ein Aufsetzer, vielleicht klappt das ja. Oh nein, Ausgleich. Mit Aufsetzer war das, ne, bei dir, ne? Der war doch schon drin, der zählt nicht, der muss drin bleiben. Der muss drin bleiben. Er ist fast verhungert. Er ist gar nicht angekommen. Oh. Mach's nochmal direkt. Nicht bei dir Richtung. Wenn man merkt, ich bin ja lange aus dem Studentenleben raus. Ja. Oh nein. Ich darf nicht verlieren hier. So, einen Wurf machen wir jeder noch. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Schön. Oh, da muss ich jetzt ein bisschen gleichziehen. Okay. Jetzt würde ich sagen, wir nehmen die Schläger dazu. Ach ja, genau. Wir bauen wieder auf. Stimmt. Stellen die wieder hin. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal mit einem Tischtennisschläger. Okay. Als Aufsetzer oder auch direkt. Ich glaube, ich versuche es mal als Aufsetzer. Direkt. Also das sieht eigentlich ist einfach aus, ist es aber nicht. Oh, geschweige überhaupt zu treffen, die Richtung. Ja. Das kann nicht sein. Die für in der Probe ganz anders. Oh, sehe ich. Ach nee, da muss er stehen bleiben. Ja. Na, oh. Hätte ich wieder getroffen. Das wäre ein Punkt gewesen. Ey. Oh, der war zu doll. Nicht einmal treffe ich hier. Der war schon dran. Mhm. Aufsitzer? Ja, komm. Noch 10? Ja. Okay. Wie mache ich es? Ich mach's mal so. Der war nicht schlecht. Ja, aber reicht eben. Oh. So, 6 noch, ne? Oh nein! Falltreffer. Noch 5. Ich muss ja auch mal irgendwann punkten hier. Noch 4. Leben. Noch 3. Ja. Ja. Das zählt jetzt aber ja, der auch. Ist der auch noch 2. Ja, wenn du darfst ja nicht mehr treffen jetzt hier. Ja, das hast du hingekriegt. Ja. Letzte, ne? Mhm. Nee, das war nichts. Jetzt muss ich ausgleichen. Oh. Okay. Na gut. Man könnte natürlich irgendwie, wenn man größere Becher hat, die noch auf die Platte verteilen und es ein bisschen schwieriger machen. Aber ihr habt jetzt schon gesehen, für uns war das schon schwierig genug. Ja. Wenn die alle auf einem Fleck stehen. Ja, damit die Becher vielleicht auch nicht umfallen. Man könnte ja ein bisschen Wasser reinlegen, dann sind sie ein bisschen stabiler, wenn sie mal drin ist. Dann, ne? Ja. Das ist machbar. Gut, ich glaube, dass wir jetzt zur letzten Sportart kommen. Genau, ich packe den mal weg. Und zwar, den haben wir ja vorhin auch desinfiziert. Headies ist das. Das ist wie Tischtennis. Aber eigentlich darf ich es nicht damit. Also eine Mischung aus Tischtennis, Tennis und Fußball. Ja, aber vielleicht. Nur mit dem Kopf. Genau. Halt, ne? Nur darum Fußball Headies, eben ne? Nur ja, mit ja, dem genau. Kopf spielt. Wir gucken wir mal. Also der Kopf ist jetzt unser Schläger, ja. Mit dem wir den Ball rüberschlagen. Versuchen, genau. Ist relativ leichter Ball. Da geht
Wir haben es davor mal so ein bisschen geprobt, ne? Also gefährlich wird es, wenn man mit dem Kopf hier irgendwie so nah an eine Kante kommt. Also dann lieber sagen, okay, der Punkt ist ein anderer. Aber ich weiß, dass man auch auf die Plätze rauf kann irgendwie. Ne? Und ja, so, ja, genau, genau. Mal gucken, ob es heute zum Äußersten kommt hier bei uns. Ne? Erstmal vielleicht miteinander. Erstmal miteinander, genau. Damit es auch. Oh, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich zu dir spielen. So. Ah, das hat auch besser geklappt eben. Vorsicht! Oh. Das meine ich. Das meine ich vorsichtig. Das war das. Dann muss man die Kante. So, ne, dann. Oh, Leonie. So. Nee. Ich glaube, wenn man weiter wegsteht und mit Schwung kommt. Ja, also ich glaube, da gibt da muss ich richtig lohnen. Ich habe schon mal 1-1-2 eingetippt. Jetzt sind wir drin. Ah, schade. Ich glaube, wenn man rauftritt und den direkt nimmt, das ist dann auch mal. Ja, dann zuckt man ja, aber ich glaube, das muss man auch ein paar Mal gemacht haben. Da hat man auch, glaube ich, mehr Erfahrung. Aber auf jeden Fall ist es definitiv lustig. Genau, also die Idee ja, kann man super mal ausprobieren. Ja. Irgendwie draußen an der Platte. Und? Hast du? Ich glaube, man darf gar nicht so weit von der Platte weg. Je näher du bist, glaube ich mal. Ja. Aber wenn ich dann hier hinten stehe und zurück muss und dann ja, nach ja, vorne. Ja, ja, guck mal, guck mal. Wenn der da vorne so flach ist, dann ist es wirklich schwierig. Da muss man, glaube ich, auf die Platte rauf. Jawohl. Ja, das einen machen wir nochmal. Jawohl, gut, so. Prima. Dann denke ich, soll es für heute gewesen sein. Genau, wir hoffen, wir konnten euch ein paar Anregungen geben, was ihr mit einer Tischtennisplatte draußen so ausprobieren könnt, ein bisschen Spaß haben könnt und dabei Sport macht. Okay, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, genau. Coole Ferien, bis dahin, tschüss. Bis dann, tschüss.